Hey guys, ich kann einfach nicht widerstehen. Ich bin halt nun mal nur ein Mensch und YouTube hat mir gerade ein Video vorgeschlagen mit dem Titel "Nach diesem Buch musste ich weinen". Und ja, da habe ich jetzt einfach mal draufgeklickt, weil YouTube einfach so genial ist, dass wenn man einmal auf irgendein Video geklickt hat, es einem sofort das nächste Video vorschlägt vom gleichnamigen Kanal. Und dieser Kanal heißt hier Danny Adams. Ich kenne den Mann nicht, den Herrn, aber das vorherige Video war ganz vernünftig und jetzt hat mir YouTube dieses Video vorgeschlagen und jetzt möchte ich gemeinsam mit euch mal die Reaktion, meine Reaktion darauf hier teilen. Ja, dieses von YouTube vorgeschlagene Video, ob das sozusagen, ja, wie qualitativ hochwertig ist der YouTube-Algorithmus? Ja, denn das vorherige Video vom gleichnamigen Kanal Danny Adams habe ich gut gefunden, aber jetzt hat mir YouTube das vorgeschlagen, welches ich normalerweise nie geklickt hätte, wenn es YouTube nicht gegeben hätte. Ja, also das ist sozusagen der Hintergrund dieses Reaction-Videos, YouTube-Algorithmus prüfen. Ja, und jetzt schauen wir doch hier mal rein. 2004 begann ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und als ich so aussah. Ich hatte es also bitter nötig. Bis heute über 1100 Bücher gelesen, locker 500, 600 andere Hörbücher gehört, unzählige Seminare und Workshops besucht und bei einem Buch musste ich weinen wie ein Schlosshund. Ich habe es 2011, damals in meiner Wohnung in Son Caliú, in der Nähe von Palma bei Mallorca, gelesen und dann auch noch als Hörbuch gehört. Also das mache ich oft, Bücher lesen und dann nochmal als Hörbuch hören, einfach um es wirklich deep reinzubekommen in den Kopf. Und in diesem Buch gab es 4 Sätze und als ich sie gehört habe, ist was bei mir passiert. Weißt du, wir haben alle verschiedene Grundansichten über das Leben und diese Grundansichten gemeinsam mit unserer Identität, also das, was wir über uns selbst in unserer tiefsten Seele mit jeder Faser unseres Körpers annehmen, das hat einen unglaublich starken Einfluss darüber, wie unser Leben verläuft. Nehmen wir mal an, du hast die Mentalität eines Opfers. Ein Opfer denkt immer, oh, die anderen sind schuld. Ja, es sind meine Eltern, meine Freunde, meine Lehrer, meine Verwandten, die Politik, irgendjemand. Mein Arbeitgeber ist schuld, mein Lebenspartner ist schuld, irgendjemand anders ist schuld. Und diese Menschen merken das nicht mal, dass sie komplett die Verantwortung abgeben, aber wir Okay, also bis hierher mal meine Reaktion, meinen Kommentar dazu. Was hatten wir jetzt alles? Das mit der Schuld, was war davor noch? Ich hätte früher stoppen müssen. Ah ja, okay. Also er hat 600 Hörbücher und 1500 Bücher gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in wie vielen Jahren. Also ich bin absolut nicht der Lesekönig. Ich tue mir unheimlich schwer, viele Bücher zu lesen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber es soll Menschen geben, die so tatsächlich so viel lesen. Für mich, ich glaube, ich von A bis Z ein Buch gelesen. Ich glaube, wirklich von der ersten Seite, von der ersten Zeile bis zur letzten habe ich in meinem ganzen Leben vielleicht 3 Bücher. Ansonsten sind es immer nur so eine Art Fachbücher gewesen, wo ich immer so quasi was daraus lernen musste und so weiter in der Uni oder sonst irgendwo. Und auch wenn ich jetzt mir ein Buch hole, ich lese das nur, sagen wir mal, Bullet Point mäßig. Ne? Also ich habe einfach die Zeit, die Nerven und die Ruhe nicht, mir ein Buch von vorne bis hinten durchzulesen. Das ist unmöglich für mich. Ja. Hörbücher kann ich komplett nachvollziehen. Hörbücher, weil ich letztendlich, du kannst Hörbücher ja quasi dir reinziehen, während du spazieren gehst, während du zum Einkaufen gehst, während du einkaufst. Während du an der Warteschlange stehst beim Einkaufen, während du, keine Ahnung was, während du schläfst, während du Powernapping betreibst, während du meditierst und zu all diesen Occasions und noch mehr Occasions, während du Auto fährst, kannst du Hörbücher dir reinziehen. Deswegen finde ich auch die Erfindung des Podcasts genial. Ja, einfach, also kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe bestimmt auch schon irgendwie an die, ja, 100 oder was weiß ich, wie viele, ja, Hörbücher und Videos und Zeug und so weiter. Also Audio kann ich gut nachvollziehen. Lesen ist doch viel, viel anstrengender, dauert viel, viel länger. Aber es gibt natürlich bestimmt eine Menge Leute, die wesentlich mehr lesen und schneller lesen und besser lesen und einfach auch sozusagen das Medium Buch quasi unfassbar gut verwerten können. Also da gibt es wirklich Leute, die ein paar Bücher lesen und daraus einen ganzen Online-Kurs bauen und den für 10.000 Euro verkaufen oder sowas, ja. Also das ist nicht so meine Welt, ja. Dann, ja, das mit der Verantwortung.
Ich kenne den Spruch, ja, das ist ein ganz, ganz bekannter Spruch, kommt, glaube ich, von Bodo Schäfer oder weiß der Kuckuck woher, ja. Wenn du mir die Verantwortung gibst, dem gibst du die Macht. Natürlich, ja, ist da viel Wahres drinnen, ja. Nämlich die Leute, die quasi immer mit dem Finger auf andere zeigen und so, ne, das ist natürlich letztendlich auch ein Zeichen von Schwäche, dass sie einfach nicht weiter wissen. Also viele sind dann einfach gar nicht böse oder so, die sind einfach nur verzweifelt, ja, innerlich, dass sie einfach keine Lösungen finden für sich selber. Und es ist natürlich viel, viel bequemer zu sagen, hey, du hast Schuld oder das System hat Schuld, die Wirtschaft hat Schuld oder sonst irgendwas, als wie auch fürs Unterbewusstsein, ja, also quasi, um sich quasi besser zu fühlen, ein besseres das Gefühl zu haben oder sonstiges, ist einfach bequemer, als wie zu sagen, ja, ich suche die Schuld immer zuerst bei mir, na, dann müsste ich mich ja eventuell ändern. Das ist jetzt sozusagen die Schlussfolgerung. Und das ist, sich zu ändern, also Change ist immer, jede Veränderung ist mit Aufwand betrieben. Und das ist bei uns so einprogrammiert seit der Geburt des Menschen, dass wir da eben tunlichst versuchen zu vermeiden, Aufwand zu betreiben, ne? Also möglichst wenig Energie aufwenden zu müssen für das, was unbedingt nötig ist. Das ist in uns so drin, sonst hätten wir wahrscheinlich gar nichts. Über die Jahrtausende wären wir wahrscheinlich gar nicht zu dem Menschen geworden, der wir heute sind, wenn wir nicht so programmiert gewesen worden wären durch die Natur. Ja. Und das dem entgegenzuwirken, dieser genetischen Programmierung, die wir Menschen in uns tragen, zu sagen, ich suche immer die Schuld bei mir, ich versuche mich zu verändern, wenn und so weiter und suche proaktiv dann nach Möglichkeiten, mich zu ändern, ist natürlich unfassbar heavy, ja? Sich derart uns umzuprogrammieren. Ich glaube auch, dass auch viele Coaches und so weiter, die davon sich behaupten, dass sie das drauf haben, es auch nicht immer tun, ja, weil es eben so deep in unserer DNA drinnen ist, dem kann sich kein Mensch entziehen. Ja, das ist meine persönliche Überzeugung und ich glaube, ich liege da auch gar nicht so verkehrt. Jetzt schauen wir mal weiter. Wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Und wenn du jemand anderem dafür verantwortlich machst, wie dein Leben verläuft oder wie nur dein Tag verläuft oder wie nur deine scheiß verdammte Stunde verläuft, hast du deine Macht abgegeben. Tu das nie. Es gibt das Paradigma des Machers. Der Macher geht davon aus, alles, was um mich herum passiert, und zwar alles, ich meine es so, wie ich sage, alles, habe ich selbst in irgendeiner Form verursacht. Und wenn ein scheiß Erdbeben kommt, dann habe ich verursacht, dass ich in einem Haus lebe mit einem Dach über dem Kopf und wenn mir das Dach einstürzt, dann war das von mir eine freie Entscheidung. Wohlgemerkt gibt es auf der Welt Naturvölker, die genau aus diesem Grund nicht unter bedachten Häusern leben. Ein grundsätzliches Paradigma bestimmt dein Leben extrem. Und in diesem Buch, wo ich dir am Ende auch den Titel verrate, oder in der Mitte oder wo auch immer, diese vier Paradigmen, die ich da gehört habe, die haben mich schier umgehauen. Ich gebe dir das erste Paradigma für deinen Körper mit. Und lass das mal tief in dich wirken. Weißt du, es gibt immer wieder Sätze, die hören wir und nehmen sie so zur Kenntnis. Ja, klar, weiß ich. Aber wenn du erreichbar bist. Oh ja, natürlich. Na, das müssen wir uns nochmal genau anschauen hier. Das ist jetzt so wie ich jetzt, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es ist bestimmt jetzt schon die dritte oder vierte hübsche junge Dame, die ihr da rein zeigt. Das sind natürlich unlautere Mittel. Na? Also hier uns quasi unterbewusst zu manipulieren. Ich nehme mal stark an, ganz stark, dass er seine YouTube-Videos trackt und ich würde mal sagen, weit mehr als 50% seiner Zuschauer sind männlich. Das weiß er und deswegen baut er da lauter hübsche junge Damen ein, die mich natürlich jetzt als Mann natürlich unglaublich, bei mir entsteht gerade ein emotionales Chaos, ja. Und das ist natürlich etwas, was in seinen YouTube-Videos, er baut ja jetzt auch den Spannungsbogen auf, ja. Er hat ja immer noch nicht erzählt, welches Buch das ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob er das da unten verlinkt hat oder so. Können wir mal kurz hier reinlugen. Buch, kostenloses Gespräch, das sagen die Teilnehmer, Folge, bla bla. Nee, auch kein Link. Das heißt, ganz super, du musst jetzt hier auch kein Timestamp. Du musst jetzt dieses ganze schöne Video quasi hier eventuell auf Fast Forward hier anschauen.
Ja, um überhaupt mal festzustellen, überhaupt mal zu erfahren, welches Video, welches Buch es hier geht. Ja, nach diesem Buch musste ich weinen. Ist natürlich alles super on purpose, also natürlich ganz gekonnt hier von diesem Marketing-Profi, so wie es hier irgendwo steht. Oder Online-Coach oder irgendwie sowas. Natürlich aufgebaut. Ja, und natürlich hier immer wieder mit diesen kleinen, kurzen Hottie-Sequenzen. Höchst unfair. Ich glaube, da gibt es sogar Gesetze dagegen, aber naja, da kümmern sie sich wahrscheinlich weniger drum. Der ist ja quasi, wohnt ja auch nicht in Deutschland. Ne? Weiß ich. Aber wenn du erreichbar bist, wenn du wirklich deep da bist, wenn du mit deinem wirklichen Bewusstsein da bist, dann können Sätze dich auch wirklich emotional treffen und du bist empfänglich dafür. Die meisten Menschen stehen nämlich am Ja. Tag einmal auf und das. Schon wieder die nächste Frau, ja, also ich glaube, wir sind jetzt schon bei der fünften verschiedenen Frau, die er hier immer wieder einblendet, ganz gekonnt in, sagen wir mal, Zeitabständen von 30 Sekunden, hübsche Frau. Das ist mit ihrem Körper. Aber sie stehen nicht ein zweites Mal auf mit ihrem Geist und sind bewusst da und sehen sich selber als Schöpfer. Ja, jetzt wieder der hässliche Mann, ne? Immer wieder, das ist jetzt, glaube ich, schon die fünfte oder sechste, siebte, achte Frau, müssen wir nochmal genau durchzählen. Immer hübsche Frau einblenden, während er erzählt. Dann wieder zum hässlichen Mann. Hübsche Frau, hässlicher Mann. Hübsche Frau, hässlicher Mann. Das ist sozusagen dieses Konträre, dieser Kontrast, den er erzeugt im Video, der dich quasi, wo gewisse Sogwirkung erzeugt, ja. Wo dann sozusagen, wo er versucht, dass der User möglichst das Video zu Ende schaut, weil dann wiederum sagt sich YouTube, aha, das war relevant für den jeweiligen Nutzer, ja, der sich jetzt gerade anschaut, wie zum Beispiel bei mir. Um dann den Nutzer, in dem Fall mich, wiederum das nächste Video dann von dem gleichnamigen Kanal, in dem Fall Danny Adams, vorzuschlagen. Ja? Der Suggestion unterlegen, dass ich mir das nächste Video, in dem Fall ja das schon das zweite Video, auch wiederum bis zum Ende anschaue. Warum? Weil hier alle 30 Sekunden eine hübsche junge Dame drin ist. Ja? Und natürlich auch, ich immer noch nicht weiß, um welches Buch es hier eigentlich geht, wo er weinen musste, der Arme. Ne? Und so schlecht scheint es noch nicht zu gehen, sonst hätte er nicht so viele hübsche junge Damen in seinem Video. Von ihrer Zukunft, von ihrer Gegenwart. Sie sind überhaupt nicht verantwortlich in ihrer eigenen Welt und das ist traurig. Sei da, sei bewusst da, krieg die Menschen um dich herum mit, krieg dich selber mit, realisiere, wo du bist, sei dankbar für Dinge, die schön sind und versuche Dinge zu verändern, die eben nicht schön sind. Aber nimm nicht einfach dein Leben zur Kenntnis und sag, ja, ich bin halt da, weißt du, weil dann bewohnst du diesen Planeten nur. Dann isst du, trinkst du, kackst du, pinkelst du und mehr nicht. Das machen unzählige Menschen. Das ist okay, das ist ihr gutes Recht. Ja, essen, trinken, kacken, pinkeln, ficken. Das ist ihr gutes Recht, können sie machen. Aber willst du so leben? Moment mal, also da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, weil das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Ich würde mal sagen, es geht nicht nur essen, trinken, schlafen, was ist denn noch gesagt, pinkeln und das böse F-Wort, was ja YouTube, glaube ich, dann wieder downgradet, ich weiß es nicht. Es gibt natürlich noch viel, viel wichtige, noch zusätzliche, sehr, sehr wichtige Sachen im Leben, ja. Und das ist das, was er hier wirklich nicht erwähnt. Und da muss ich sagen, großes Manko, ja, großer Daumen runter. Essen, schlafen, trinken, pinkeln, kacken, sagt er noch, und effen, ja. Und what about the N-Word, ja? Du weißt schon, Netflix, ja. Netflix ist sogar noch wichtiger wie pinkeln, essen und schlafen. Und das hat er hier natürlich vergessen und Merlin der Zauberer und solche Sachen eben anschauen, bis zum Abwinken. Das ist, wenn es draußen Corona hat und irgendwie Pandemie und schneit und alles Mögliche, hat er hier vergessen, finde ich fahrlässig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Großes Manko an diesem Video, muss ich auch echt hier mein YouTube-Algorithmus hier kritisieren. Ja? Mir ein derartiges YouTube-Video hier fortzusetzen, wo quasi diese Mankos hier quasi in sich behält, ne? Also das großes Manko an YouTube. Oder willst du irgendwie eine spirituelle Tiefe in dir haben? Willst du wirklich was mitbekommen von der Welt? Willst du wirklich da sein?
Willst du große Ziele erreichen und wenn ja, warum überhaupt? Kommen wir also zu Paradigma Nummer 1 und hör mir zu. Ein Paradigma für deinen Körper lautet, nehme an, du hättest bereits einen Herzinfarkt gehabt und lebst von jetzt an dementsprechend. Stell dir mal vor, du hättest schon einen Herzinfarkt gehabt in deinem Leben. Wie würdest du mit deinem Körper umgehen? Würdest du deinen Körper nicht als etwas unglaublich Wertvolles behandeln? Würdest du nicht jeden Tag gucken, dass du genug trinkst, dass du Sport machst, dass du dich sauber ernährst, dass du unnötigen Stress vermeidest, dass du vielleicht auch Menschen um dich herum vermeidest, die dir einfach nicht gut tun, weil du jetzt weißt, dass du eine starke Sensibilität für deinen Körper hast. Viele Leute, die einen Herzinfarkt hatten, sagen im Nachhinein, das war das Beste, was mir je passiert ist. Dann seitdem lebe ich total bewusst. Aber warum brauchst du einen scheiß Herzinfarkt dafür, okay? Warum brauchst du einen scheiß Herzinfarkt dafür, um wirklich da zu sein? Um wirklich auf deinen Körper zu achten, um wirklich präsent zu sein. Lebe ab jetzt so, als hättest du bereits einen Herzinfarkt gehabt. Ich weiß nicht, was die Erkenntnis mit dir macht, wenn du sie wirklich an dich ranlässt. Mit mir hat sie unglaublich viel damals gemacht. Nicht, dass ich alles sofort von dem einen auf den anderen Tag geändert hätte, aber mir war auf einmal klar, hey, das kann eigentlich jeden Tag passieren. Vielleicht nicht, wenn du gerade 18 bist, aber glaub mir, der Zeitpunkt wird kommen, an dem du ein bisschen älter bist und die Rechnung für die Dinge bekommst, die du irgendwann mal gemacht hast. Und glaub mir, wenn du so bist wie ich bin jetzt 37, aber in meinem Kopf bin ich immer noch irgendwas zwischen 9 und 15. Ich glaube eigentlich keinen Tag älter und ich will es auch niemals sein, weil die meisten Erwachsenen ihre Träume verloren haben. Weil die meisten Erwachsenen vergessen haben, wofür sie angetreten sind. Weil die meisten Erwachsenen unglaublich langweilige Vollspießer werden. Weil die meisten Erwachsenen viel zu vernünftig sind. Weil die meisten Erwachsenen einfach keinen Sinn für Humor haben. Zumindest nicht für den, den ich habe. Und ich lache am Tag über unglaublich vieles, weil ich unglaublich vieles... Also da war jetzt wieder mal eine ganze Menge drin. Ich kann mir das mal gar nicht merken. Ich müsste mir das irgendwie notieren, verdammt nochmal. Ja, stimmt. Mal ganz kurz. Da war jetzt gerade drin. Das mit dem Herzinfarkt. Oh ja. Okay, verstehe. Ja, natürlich, klar. Diejenigen, also ich war zum Beispiel auch, ich bin, ich glaube, 2018 irgendwie zusammengebrochen in der S-Bahn und dann hat mich irgendwie der... Ich war noch nie in meinem Leben im Krankenhaus oder zweimal. Und einmal irgendwie zusammengebrochen, Darmverschluss und so, ne? Und dann musste ich da Spritze und so und dann das ganze Nacht auf die Toilette und so weiter. Niemand wusste, woher das kam oder so. Ich weiß es, ich wage es zu vermuten, einfach falsche Ernährung in Kombination mit zu viel Stress und dann macht der Darm einfach dicht, ja. Jeder Mensch hat eine Schwachstelle und einer hat sie im Herzen, der andere hat sie im Darm, die Schwachstelle, und irgendwo macht das dann der Körper Sense oder einfach quasi stressbedingte Blackouts oder sowas, ne? Und dann ist halt einfach, sagt der Körper so, jetzt hast du aber zu weit gemacht und jetzt mache ich halt einen Lockdown, ja, und bevor du irgendwie stirbst. Das ist ja letztendlich eine Schutzreaktion vom Körper. Und klar, und dann ist es natürlich schon immer so ein Aufrüttler, oder wenn jemand in der Familie stirbt und so weiter. Schwierig ist halt sozusagen, sich in den State zu bringen, mentaler State, quasi eines, der fast gestorben wäre, wenn man selber noch nicht ist, weil das letztendlich immer nur dann in deiner Vorstellung irgendwie kannst du es vielleicht reinholen, wenn du es dann trainierst. Aber es ist nie das Gleiche, wenn jemand quasi solche Dinge wirklich mitgemacht hat. Ja, ich habe ein gutes Beispiel vielleicht von mir, ein ehemaliger Kunde von mir. Den habe ich antelefoniert damals, kurz nachdem er aus dem Krankenhaus raus ist, im Onboarding-Call sagte er mir zu mir ganz, ganz easy durch, ich hatte bis vor kurzem hatte ich nur noch ein Hemd an, ja, und war quasi fast tot, ja, und davor halt immer geschafft, ja, schnelle, tolle Autos gefahren und so, und dann irgendwann plötzlich hatte ich nur noch ein Hemd an und quasi... Natürlich hat er da in dem Moment, hat sich bei ihm einiges verändert. Und ich kann aber auch eines versprechen. Der gleiche Kunde, ein Jahr, eineinhalb Jahre später, war mehr oder weniger wieder der Alte wie davor. Ne? Wieder quasi knallharter Businessman und so weiter. Ja? Das heißt, diese Herzinfarkt-Dinger, die können Menschen schon aufrütteln. Aber dann... In der Regel, wenn es dann wieder vorbei ist, ein, zwei Jahre, sind die meisten, würde ich behaupten, wieder back to normal, mehr oder weniger. Ja? Das heißt,
Es ist eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich selber fällen muss. Und die Menschen, die auch schon mal drei Herzinfarkte hatten, aber für sich selber entscheiden, dass sie nichts ändern an ihrem Leben oder ihre Blickwinkel nicht ändern oder sowas, ja, weil sie auch aus der Haut einfach nicht raus wollen oder können oder was auch immer, die werden sich auch nicht verändern, nur weil sie einen Herzinfarkt hatten. Also so viel mal dazu. Andersrum gesagt, brauchst du definitiv keinen Herzinfarkt, um irgendwas zu verändern oder die Dinge anders zu sehen. Aber was du brauchst, ist Inspiration oder sagen wir mal ein Trigger von außen. Weil du oder wie jeder Mensch, du und ich und jeder andere Mensch, lebt in einer Blase, in seiner eigenen Bubble. Und deswegen finde ich das auch so lustig, dass Social Media letztendlich mit ihrem Social Media wie YouTube und Facebook mit ihren Algorithmen, die ja quasi von Google und Facebook dort erzeugt wurden und immer besser werden, quasi uns auch in so einer Bubble quasi leben lassen. Ja? Das wird nicht dort projiziert, was der Mensch letztendlich schon immer war oder ist, gewesen ist. Dass es letztendlich ein Individuum ist, der in einer Bubble lebt, ja, die Dinge in diese Brille sieht. Stichwort Kommunikation, ne? Du sagst A, dein Gegenüber versteht aber B, ja, weil es ein anderer Menschentyp ist oder weil halt einfach das, was du sagst, nie so ankommt, wie du es vielleicht dir gedacht hast. Ja, du denkst was, dann sprichst du, kommunizierst es. Es kommt aber nie wirklich hundertprozentig so an, wie du es gedacht hast. Ja? Siehe Ehestreits und so weiter, ne? Wo man denkt, ja, man kennt sich schon seit 20 Jahren, der eine sagt A, der andere versteht aber trotzdem immer noch B. Und ja, jetzt bin ich leicht abgeschweift, aber egal. Auf jeden Fall so absolute Statements. Ne? Wenn einer Herzinfarkt hat, dann ist er sozusagen, hat er die Prämisse, um sich zu ändern. Nee, würde ich nicht sagen, dass das. Die meisten fallen sogar, würde ich sagen, wieder zurück. Ja. Ich weiß, viele machen da ihre Story draus und so weiter, wie dann irgendwie schlagartig alles für sie geändert hat. Aber die allermeisten Menschen können aus ihrer Haut nicht heraus. Und ich würde auch behaupten, dass auch viele, die behaupten, dass sie quasi ihr Leben schlagartig irgendwie um 150 Grad geändert haben, dass sie es letztendlich auch nicht wirklich so geändert haben, dass sie es Teil einer Story machen, ja, Teil von Storytelling, Marketing, um halt irgendwas quasi sich zu positionieren oder irgendwas zu machen. Aber grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Mensch in gewisser Weise aus seiner Haut nicht heraus kann. Denn, warum? Weil dein Gehirn, deine Synapsen, die Art und Weise, wie dein Gehirn funktioniert, das wird festgelegt, schlag mich tot, in den ersten 3 bis 7 Lebensjahren und dann nochmal bis zu deinem, ich glaube, 20. Lebensjahr wird dann nochmal deine Social Competence, also wie du quasi sozial fähig bist und dich zu vernetzen und so weiter. Und dann ist es irgendwie abgeschlossen und alles, was du danach versuchst, dich zu ändern als Charakter, als Persönlichkeit und so weiter, wird extremst hart bis hin zu unmöglich. Das wird ja natürlich niemand von diesen Coaches da draußen erzählen, weil die natürlich ihr dicke Masari machen, ja, dicke Kohle schieben mit primär Kunden, also Coaches, also ja, ganz vielen Tausenden von Coaches da draußen, von Menschen, die glauben oder denen sie glauben lassen, dass sie sich ändern können, auch wenn sie lange über dieses Alter hinaus sind, 25, 30 Jahre, manche sitzen da drin 40, 50 Jahre und meinen, sie können sich nochmal komplett neu erfinden oder sowas. Und das ist ja, das ist so ein bisschen religiös schon fast. Ja, das ist so, wie wenn du halt in die Kirche gehst und der Pfarrer erzählt dir halt irgendwas und du glaubst halt dran und gibst dann was in den Klingelbeutel rein und so ist es dann halt auch. Bezahlst dem Coach halt irgendwelche Kurse und Coachings und Live-Calls und so weiter und denkst dir, ja, irgendwann werde ich dann schon dieser neue Mensch werden, ja. Aber ab einem gewissen Alter ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering bis hingehend zu null, dass du dich komplett umprogrammierst. Eigentlich ist es ein Scam. Muss man einfach so sagen, du programmierst dich nicht mehr um. Ja, wenn du 40 bist oder 35. Also ich gehe jetzt langsam auch schon auf die 35 zu.
Ja, der gute Herr ist jetzt nochmal 2, 3 Jahre älter wie ich, aber ich spüre das auch. Ja, ich habe schon vieles gelesen, Hörbücher und so weiter, aber du kommst aus deiner Haut nicht raus. Jetzt kannst du wieder sagen, ja, das ist der Glaubenssatz. Bullshit! Ja? Du kannst nicht alles. Wie ich das schon wieder so hasse. Ja? Wenn Leute versuchen, Leute richtig Gehirnficken zu betreiben. Ja, so. Ja, wenn das und das, dann ist es dein Glaubenssatz und so weiter. Ja? Okay, alles klar. Wie wäre es denn, wenn ein Coach mal aufhören würde, mit dem Finger auf dich zu zeigen, sondern immer erst die Schuld bei sich selber sucht? Ne? Dann sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Finde ich auch sehr interessant. Also, schauen wir noch mal ein bisschen weiter und dann machen wir Schluss, weil jetzt sind wir schon sehr fortgeschritten. Ich muss noch ein bisschen was arbeiten heute. Urkomisch finde. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, das ist extrem gesund. Lachen ist so extrem gesund. Weißt du, ich liebe es, wenn ich irgendwo in der Stadt bin und hinter mir sitzen zwei Zwillinge mit einem Schnäuzer und der eine guckt die ganze Zeit in die Richtung und der andere auch. Und ich sehe das aus dem Auto raus und sehe diese zwei Gestalten, ist mir neulich passiert, und lache mich einfach nur kaputt. Und ich erzähle das jemandem, der vielleicht mit mir im Auto sitzt, okay, solche Leute sitzen nicht mit mir im Auto, und sage, guck mal die beiden, und die andere Person sagt, ja, was ist denn mit denen? Ich kann das so nicht leiden. Menschen ohne Tiefsinn kann ich nicht verstehen. Ich will sie nicht um mich haben. Sie langweilen mich. Die innerlich tot sind, weißt du? Die schon mit 30 gestorben sind, körperlich, und der Geist oder Geist. Okay, menschliche Tiefsinn ist diskutabel. Ne? Also Lachen ist gesund, finde ich auch, aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit im Leben ist vonnöten, um überhaupt irgendwas zu erreichen. Ne? Also alles zur Diskussion offen. Hier kannst du gerne die Kommentare haben und ich mache jetzt Schluss, weil wir schon über die Zeit sind. Und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, hau rein, bye bye.